So, mein Lieben, dann bin ich auch wieder mit der Ponia und ich habe echt mit, seit ich offline war. Normalerweise wollte ich jetzt erst wieder aufnehmen, wenn ich die Dortinger alle online habe und müsste dann wieder aufnehmen. Aber es hat mir keine Ruhe gelassen. Ich habe die ganze Zeit immer nachgedacht, wie, wo, was funktionieren könnte und bin eigentlich auf die Idee gekommen, weil die Ballons, die habe ich ja noch. Ja. Und ich kann den Feuerlöscher nicht tragen oder irgendwie. Und deswegen habe ich mal gedacht, es muss ja irgendwas Sinn, was hier noch da ist. Ja, wir haben zum Beispiel jetzt noch, wo waren das jetzt noch gewesen? In der, ja, genau. Ja. Also habe ich mal gedacht, der Feuerlöscher, ich habe ein Feuer, ich habe einen Topf, den ich noch brauche. Hier habe ich auch noch Zeug drin, wo ich absolut nicht weiß, wie ich das machen soll. Und ich probiere jetzt einfach mal aus, ob die Ballons... Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Geht auch nicht. Okay. Ich behalte es lieber. Toni hat keine Heilen mehr, seit Wenzel sie kaputt gemacht hat. Was hatte er auch in der Wurfbahn verloren? Was ist eine Wurfbahn? Okay. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich kann das Ding nicht... Ja, was? Ich kann nichts damit machen. Er hebt es auch nicht hoch, oder was, ne? Der ist so schwer, um ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Hm. Mal Loch in bohren. Ich kann das Ding nicht mehr... Ja, ist ja gut. Scheiße, ey. Also ich gucke, das ist... Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Ich hätte jetzt fast keine... die Hand dafür ins Feuer gelegt, dass das so funktioniert. Und da fehlt uns noch ein Schlüssel, ne? Handschellen. Pow, da ist noch viel zu viel. Warum kann ich jetzt diesen Lachgas nochmal auffüllen? Ja, bestimmt, ne? Ob das jetzt 100% ist, das kann ich nicht sagen. Ob vielleicht nicht sogar Sachen dabei sind, die einfach so dabei sind, aber irgendwie... Pff. Der Clown unter die Narkose gasen. Clowns. Scheiße. So, da habe ich dann auch noch die Dog-Geschichte. Muss ich die Zellengittertür auch nicht aufkriegen? Das so kann ich nichts damit machen. Das Schloss dazwischen. Irgendwas übersehe ich bestimmt wieder. Irgendwas ist wieder so ganz logisch und ich krieg's noch nicht auf die Kette. Hm. So. Der ist so schwer, ihn mitzunehmen. Aber halb so schlimm. Ich bin ja eh immer vorsichtig. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Da besteht keine Fluchtgefahr. Einer reicht vorerst. Oh, ich bin auf. Ich kann das Ding nicht mehr. Da habe ich hier noch eine verschlossene Geschichte. Dann habe ich hier noch den Stier. Alter, Alter, ey. Aber er ist wirklich für mich. Ich habe einen Topf, wo Feuer drauf ist. Ich kann hier einen Feuerlöscher stehen. Wie in Gottes Namen kriege ich diesen verschissenen Feuerlöscher dazu, mitzukommen? Ich kann das Ding nicht mehr... Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Der Vogel ist auch noch betäubt. Wie kriege ich denn dann wach? Der ist bereits aus. Damit kriege ich die Schlafmütze auch nicht wieder wach. Kein Grund nachzujustieren.
nachzujustieren. Ein Gerät, das das Erdmagnetfeld manipuliert. Die Idee hätte von mir sein können. Ich kann das Ding nicht mehr sehen. Muss ich vielleicht doch ins Polizeifach noch was drin machen? Nein. Wie ich Gizmo kenne, wird er meine... Also, das Erdmagnet... Nein. Ich bin echt verfordert gerade. Also ich habe keine Idee mehr. Ich war mir so todsicher, dass ich, weil ich das Ding mitnehmen kann, dass ich das irgendwie, Kacke. Da müssen wir ein bisschen logisch vorgehen oder einfach ein bisschen rumklicken, ne? Einfach ein bisschen rumklicken, die mache. Geht das Sprengsignal noch? Eigentlich doch vielleicht noch was. Ich kann die nämlich umstellen. Oha! Das Sprengsignal! Achtung! Sprengung! Oh fuck! Oh, das war mein Controller. So, das kann ich also auch noch machen. Ding macht hier, ich habe echt die Sprengung gibt also auch noch. Hallo, ich habe ein Verbrechen zu melden. Hallo. Nix. Aber kaum. Oh nein, ich habe nochmal drauf gedrückt. Hallo. Na toll. Aber kaum versehe ich, probier's später nochmal. Was ist hier noch von Tonis Hütte? Das war's wohl mit der Trinkwasserreserve. Wenigstens geschah es für einen guten Zweck. Das Rohr ist an mir bewegbar. Nee, der Ballon ist auch nicht. Ey, wie krieg ich denn eine scheiß Papagei wach? Ich verstehe es nicht. Er ist an mir da. Keller? Ja, nicht, das habe ich alles schon probiert, ne? Ich will mit Wenzels Ja, ich will dort mit nichts zu tun haben. Ich will mit Wenzel. Der macht gar nichts dort mit. Scheiße, ey, was ist dann los? Heiermann, das doch auch, das macht hier auch nichts mehr. Wie der Schwamm. Kann ich mit dem Schwamm irgendwas machen? Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Jetzt guckt mal da, ich übersehe tatsächlich Dinge, wo ich schon so viel gesucht dran. Übersehe ich nochmal. Schwamm. Ich will mit Wenzel. Ja, ist okay. Ich. Da ist eine Kiste noch, Dings, Handtote. Nix. Ich habe nicht so Schwamm dazu gezeugt, da habe ich am wenigsten gesucht. Vielleicht ist hier noch irgendwas, was ich. Hallo. Du schon. Ich verschwinde. Lass dich nicht. So, das Weib schwitzt nicht mit mir. Da geht's da rein. Das Postamt bleibt. Ah, da ist hier noch dieses Schild, ne? Hab ich schon mal probiert, ja. Ich brauche kein Zieltraining. Ich bin bereit für den großen Wurf, ja.
Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie auch kein Abschiedsgeschenk. Das Tor ist auch so ein roter Vorhang. Ich wollte früher immer Matador werden. Ein lässiger Weltraum-Matador in geheimer Mission. Da kann ich auch nichts können richtig machen. Also im Fernschreiber, da ist auch noch der Schlüssel. Oh mein Gott, es ist zu viel, es ist zu viel. Nächster bitte! Kann ich dann vielleicht. Ich sag, das Postamt bleibt geschlossen, bis die Uhr am Öffnungsschild wieder da ist. Oh, da fehlt eine komplette Uhr. Ach, du ahnst es nicht. Da muss ich die auch noch finden. Ich kann nicht empfehlen, sie in diesem Zustand zu bewegen. Was ist denn das für ein Zustand? Ich verstehe es immer noch nicht. Ich meine, ist sie tot? Nein, nein. Ihr Körper ist lebendig und gesund. Es ist ihr Bewusstsein. Es ist inaktiv. Also schläft sie? Es ist schon ein wenig komplizierter. Ich glaube, es hat mit diesem Implantat zu tun. Es ist defekt. Ein Bewusstseinsimplantat? Gibt es denn keinen Schalter? Eine Sicherung. Vielleicht sind die Kontakte verrostet. Das passiert mir bei meiner Gegensprechanlage ständig. Ich habe alles überprüft. Aber das ist elysianische Technologie. Ich habe keine Idee, wie man sie bedient. Ich habe ja nicht einmal einen passenden Schraubenschlüssel. Und wann kann ich sie denn endlich mitnehmen? Erst einmal muss sie aufwachen. Okay, okay, ich sehe schon. Diese Situation erfordert eine Regierungsentscheidung. Wir machen es so. Wenn du sie aufwecken kannst, kannst du sie auch haben. Und wenn ich sie aufwecke? Rufus! Du hast hier nichts zu suchen. Aber ich habe einen Plan. Deine Pläne sind mir bekannt. Du denkst nichts richtig zu Ende. Alles, was du erreichst, ist ein großes Chaos. Und am Ende gibt es eine Explosion. Na, das wollen wir doch mal sehen. Ich warne dich. Halte dich von dem Mädchen fern. Sieh an, Wenzel ist auch da. Ist jemandem was zu essen runtergefallen oder warum kriechst du hier rum? Ich warte natürlich darauf, dass Ghoul aufwacht, damit ich sie mitnehmen kann. Ha, träum weiter. Es stimmt zwar, dass Ameisen das Zehnfache ihres Gewichtes tragen können, aber warum sollte Ghoul, eine elysianische Orbit-Elfe, sich mit jemandem wie dir abgeben? Oh, Rufus, du hast mich immer unterschätzt. Sieh mich an. Ich bin ein gemachter Mann. Wer auch immer dich gemacht hat, er hat auf der Hälfte aufgehört. Ich bin reich, ich habe eine Wasserader im Keller. Du hingegen hast nicht mal einen Keller. Du hast gar nichts, Rufus. Na und? Daran erkennt man die Leute, die immer alles geben. Und was soll ich auch mit einem Keller in Kuwak? Ich gehöre hier nicht her, genauso wenig wie Ghoul. Und wenn ich sie erst einmal aufgeweckt habe, werde ich sie nach Elysium begleiten. Du wirst schon sehen. Oh, aber Rufus! Sie sind nicht unantastbar, Lotek. Vergessen Sie das nie. Dr. Gizmo? Was denn jetzt noch? Ich will einen Notfall melden. Ich höre. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Diebstahl! Unmöglich! Das hätte meine Diebstahlsensorik längst detektiert. Sie haben eine eigene Diebstahlsensorik? Wie du nur allzu gut weißt, vereine ich alle Notfallpräventionsaufgaben des Dorfes in meiner Person. Ein kleines Dorf wie Kuwak ist einfach nicht groß genug für getrennte Arztpraxen, Feuerwachen und Gendarmerien. Sollte man zumindest meinen. Seit deinem 8. Lebensjahr sehe ich das allerdings etwas anders. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Okay, also hier gibt's doch keinen Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön.
Können Sie mich einen Augenblick mit ihr allein lassen? Nein. Aber... Nein! Menno. Danke fürs Gespräch. Nicht wirklich. Hey, Goal. Goal. Aufwache. Sie ausgezeichnete Diagnose. Tja, ich kenne mich halt aus mit Schlaf. Ich hab noch Narkotikum. Gizmo hat meine Philosophie zur Umverteilung und dabei geht sie nur in ein. Das wäre wie Öl ins Feuer gießen. In langweilig. Er wüsste damit nichts anzufangen. Er weiß ja nicht einmal etwas mit sich. Ich weiß echt nicht weiter. Soll ich die Beruhigungsmittel mal vielleicht verlottigen? Sie hat mich nicht vorgelassen, also bekommt sie... Das dauern wir jetzt mal was Neues wieder, okay. Was mich aber immer noch nicht dazu bringt, weiter zu kommen. Der ist leer. Irgendwas übersehe ich noch, oder irgendwas ist zu logisch, um mich, oder, keine Ahnung. Toro! Hey, Toro, habe ich gesagt. Ha, was nutzt der beste Matador, wenn der Stier nicht hinguckt? Lieber nicht. Und heute, liebe Kinder? So schon mal nicht. Suche. Wo ist denn die Spalte für Hapscho? Ey, das ist für mich, ist das jetzt gerade echt, also... Toro! Hey! Wenn überhaupt hat ihn das... Da war nicht Ballon mit Lachgas. Also ich fühle mich echt gerade ein bisschen, da an dem Truck kann ich zum Beispiel noch gar nichts können machen. Handschellen. Macht man, kann ich was festmachen? Muss ich was festmachen? Nein. Die Wünschelrute hat mir bisher auch noch nichts gebrungen. Toro! Noch nichts gebracht, der Stier. Freigegeben, wie langweilig ist das? 6. Windschutzscheibe einschlagen, laut, ne. Das ist jetzt zu abstrakt. Lieber nicht. Wo kann ich das Ding nicht tun? Na gut. Gibt es vielleicht irgendein Gebäude, was ich... Es sind doch viele Dinge hier, die ich noch nicht irgendwie abgecheckt habe, ne? Tonis Laden. Mir fehlt noch eine Geschichte für hier. Fehlt nur noch eine. Hab ich die vielleicht zufällig... Ich hätte gedacht, es wäre Narkotika, aber das ist es nicht. Das ist auch so schon lang. Das ist es nicht. Ich kann mir auch nicht vorstellen, alles andere habe ich, glaube ich, schon ringeschmissen. Gib mal das Rezept nochmal. Im Rezept steht etwas von belebender Flüssigkeit. Klares Wasser. Wo gibt's denn sowas? Tja, ich habe es schon gefunden. Das Kaffeepulver muss schwarz, aufputschend und aus heißen Bohnen gemahlen sein. Was meinen die wohl mit besonders auf... Die heiße Bohnen? Was sollen denn heiße Bohnen... Kann ich doch schon. Was für schwarzes Pulver... Warum die... Guck mal, hier die Stange... Hier hing mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit... Er ist an... Ist doch egal. Nachdem du ihn ver... Also meine Version... Ich wüsste...
Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Hammer? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfalltod. Jungs und Mädels, ich bin aber völlig ahnungslos. Etwa habe ich was völlig Normales, Kleines nicht gefunden. Oder ich habe nicht gedacht, ich komme nicht weiter mit meiner Birne. Und da war doch eine Uhr noch hier drin. Hier die, ich auch nichts mache. Boah. Ich habe lange jetzt heißt es, wofür ich alle Zeit. Ja. Kann ich den Automat vielleicht auseinanderbauen oder so? Also, das ehrt mir keinen Grund nachzujustieren. Bauen auseinander. Besser nicht. Ich könnte ein Stromkabel treffen. Oder ein Wespennest. Alles schon gehabt. Da muss eine Uhr rennen, damit ich in das Postding rennen kann. So. Ich habe nichts, was eine Uhr darstellt oder irgendwie. Ich, keine Ahnung. Die Wünschlose sieht aus wie eine Uhr. Hier gibt es kein Wunder. So. Die Wünschelroute irgendwo benutzen hier. Dorfkern. Mehr ist wohl nicht zu holen. Reicht ja auch. Was mache ich hier falsch? Was kriege ich in meinen Kopf nicht drin? Soll ich das Wasser rauslassen oder was? Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht. Noch nichts zu. Alles muss man selber machen. Das Trinkwasser ist so brackig, die Sachen werden sauberer, wenn man sie nicht wäscht. Ich bezweifle, dass ich da was appetit. Was habe ich verpasst? Was ist. Irgendwas habe ich verpasst. Irgendwas fehlt da morgen. Irgendwas. Oder du kommst einfach wie immer nicht drauf. Aber hier ist. Guck mal, hier ist gar nichts, ne? Ich kann gar nichts angucken, gar nichts bewegen, gar nichts machen. Ey, oh, leck! Ich komme nicht weiter! Ich weiß nicht weiter! Ich mache nämlich noch und denke, es muss von sich ausgehen. Zimmer. Das ist immer noch der Seitenschneider, ne? Kann ich vielleicht das Fernrohr auseinanderbauen? Das wird den Ausblick auch. Du, ich bin echt. Ding. Das Mäuseloch ist auch noch da. Nur weil Toni mich aus dem Dachboden raushaben will, muss ich doch nicht gleich ins Mäuseloch umziehen. Au! Jetzt habe ich mir in die Hand gebohrt. Blödes Teil. Nur weil Toni mich. Ja, ja, ist gut. Das Trinkwasser ist so brack. Das Trinkwasser ist. Ich behalte es lieber. Toni hat keine Heilen. Was hatte er? Ich sehe gar nicht ein, warum ich den Abwasch machen soll. Toni hat darin viel. Die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht.
Jetzt habe ich nasser Schwamm. Okay, das ist schon mal ins... Die Richtung, in die sich das... Die Richtung, in die sich das... Die Richtung, in die sich... Jetzt mach ich mich wütend. Die Richtung in... Hä? Man erkennt noch was. Ich muss es... Da besteht keine Fluchtgefahr. Halt Maul. Man erkennt noch, was es ist. Ich muss es nicht putzen. So, mein Lieben, ich mach hier mal. Ich muss jetzt echt. Ich muss. Ich kann keine Ahnung. Jetzt bin ich eine Runde weiter mit meinem nassen Schwamm. Für was brauche ich den nassen Schwamm? Ich verstehe es nicht.